Hallo im Küchengarten. Ich sag's euch, endlich ist mal wieder schönes Wetter. Die Sonne scheint, es ist einigermaßen trocken. Die letzten Tage hat es wirklich Hunde und Katzen geregnet. Es war alles schlammig. Die Beete waren unter Wasser. Sogar mein Wurmkomposter war voller Wasser. Den musste ich ablassen. Ich habe schon um meine Würmer gebangt, aber es ist alles gut gegangen. Sie leben noch. Meine Enten musste ich in das Außengehege sperren, damit sie mich hier erinnern, nicht die ganze Wiese in Morast verwandeln. Einerseits ist das natürlich etwas echt Gutes, weil all meine Regentonnen und Wassertanks sind voll mit Wasser für die trockene Sommerjahreszeit. Andererseits, ich fürchte wegen der Braun- und Krautfäule an meinen Tomaten und Kartoffeln. Letztes Jahr hat mich das ja so total schlimm getroffen und in diesem Jahr habe ich eigentlich auf eine richtig gute Ernte gehofft. Die Hoffnung stirbt zuletzt, sie ist noch intakt. Vielleicht wird es ja nach diesem total verregneten Frühling ein sonniger, trockener Sommer, nicht zu trocken, also gemäßigt. Ja, ich weiß, wir Gärtner sind so ein bisschen, ja, wir wollen einfach alles. Wir wollen Sonne, wir wollen Feuchtigkeit. Ach, es ist schwierig, aber ja. Ich erhoffe mir einfach so viel von diesem Gartenjahr und von meiner Ernte. Und in dem heutigen Video möchte ich euch gerne zeigen, was für Tomaten ich hier bei mir im Küchengarten anbaue, wie ich sie hochbinde, wie ich sie stütze. Und ja, kommt einfach mit, schaut es euch an. Ihr seht schon, ich bin total aufgeregt, weil das Wetter heute so wunderschön ist. Ab 18 Uhr soll es zwar wieder regnen, aber bis dahin kann ich doch etwas im Garten weiterbringen und euch auch etwas zeigen. Hier sind wir jetzt bei dem überdachten Vorplatz unseres Hauses, den ich ja in einem Video gezeigt habe, wie ich hier dieses Hochbeet installiert habe. Das verlinke ich euch oben in der Ecke. Also hier wachsen die Tomaten wirklich traumhaft. Das ist ja die Ananastomate von Florian Rigotti, die ich bei seiner Samenverlosung gewonnen habe. Und also die wachsen sensationell. Ich glaube, weil das Klima ziemlich ähnlich ist vom Küchengarten zum Rigotti-Land. Ich gehe mal näher ran, damit ihr das sehen könnt. Die wachsen hier unglaublich stark, die Stämme sind richtig kräftig, das Grün ist satt. Es hat schon die ersten Blüten dran, wie ihr hier sehen könnt. Phänomenal. Ich habe ja das Ganze gemulcht mit Grasschnitt und unterpflanzt mit Basilikum. Da habe ich schon 10-mal geerntet. Also dieses Beet mit dieser Füllung hat sich wirklich bezahlt gemacht. Es wächst traumhaft. Ich freue mich total auf die ersten Ananastomaten. Gestützt und befestigt habe ich sie hier im oberen Bereich. Wir haben da so ein Holzkonstrukt, da habe ich eine Schnur gespannt und an diese Schnüre habe ich einfach wieder eine Schnur gebunden. Ihr seht das hier. Und diese Schnüre habe ich dann mit einem lockeren Knoten, lasst mich mal schauen, um den Stamm der Tomaten herumgebunden und hier wickel ich dann die Tomaten quasi um diese Schnur herum. Je höher sie wächst, ich zeige euch das mal, wickel ich sie hier, also ich lege sie quasi hier rundherum und so wird die Tomate auf längere Sicht hin gestützt und kann sich hier wunderbar emporranken. Ja, hier von meinem überdachten Vorplatz führt es jetzt hinein in unseren Garten. Hier haben wir unseren Sitzplatz. Vorbei an Hochbeet Nummer 2. Hier seht ihr die vollen Regentonnen. Das ist wirklich toll. Und hier, wenn wir uns nach rechts wenden, habe ich ja hier einen überdachten Bereich, wo ich auch Tomaten gepflanzt habe. Und zwar sind das hier Buschtomaten, die Banana Legs. Die geize ich ja nicht aus, die lasse ich einfach kreuz und quer wachsen. Ich stütze sie zwar hier an so Bambusstäben. Unterpflanzung habe ich hier noch keine gemacht. Da überlege ich mir aber noch was, weil eine Unterpflanzung für Tomaten immer wirklich gut ist. Aber da der Bereich hier recht trocken ist, da es ja dieses kleine Vordach hier hat,
Muss ich mir überlegen, was ich hier hin mache. Davor habe ich Rotkohl, Rotkraut. Das kommt auch ganz gut. Hier gibt es dann so Stufen hinauf in den oberen Bereich unseres Gartens. Da seht ihr die Enten, die gerade ein Sonnenbad nehmen. Die freuen sich auch, dass das Wetter wieder ein bisschen schöner ist, gell ihr? Ha, Enti? Da muss der Erpel natürlich nach dem Rechten schauen, was jetzt da passiert. Und hier an der Hauswand habe ich im letzten Jahr ja auch ein Beet für Tomaten eingerichtet. Das erschien mir sinnvoll, da es auch noch so ein kleines Vordach hat. Hier seht ihr es, was ich auch noch mit Trauben, mit Weintrauben überwachsen lasse. Geschützt durch einen kleinen Holzzaun vor meinen vorwitzigen Enten. Und hier habe ich eine Reihe von Cocktailtomaten, da meine Jungmannschaft wahnsinnig gerne am Abend Cocktailtomaten nascht. Und da pflanzt habe ich das Ganze mit Neuseeländer-Spinat, der hier wirklich großartig gedeiht. Hier seht ihr ihn. Der bildet dann lauter solche Ausläufer, die den ganzen Boden bedecken. Wunderbar, da habe ich schon ein paar Mal geerntet. Den verwende ich für diverse Gemüsepfannen, aber auch auf Flammkuchen oder Spinatpizza. Ich mache mir gar nicht die Arbeit, die Blätter vom Stiel zu trennen, sondern hacke einfach alles klein. Schmeckt wunderbar. Und auch Basilikum habe ich hier hinten noch unter den Tomaten. Ist eine wunderbare Begleitpflanze. Schauen wir uns mal an, was ich da für verschiedene Sorten habe. Sieht man das überhaupt noch? Ja, hier haben wir als erstes die Eva Sweet White, ebenfalls von Florian Rigotti aus dem Rigotti-Land. Die nächste ist, ich sollte mir da glaube ich ein besseres System überlegen, um die zu beschriften. Die Cherry Tomate Isis Candy. Dann die Black Cherry ist das hier und die dritte ist Indigo Cherry Drops. Wenn ihr von euren eigenen Tomaten Samen nehmen wollt, dann würde ich euch empfehlen, dass ihr die nicht so wild durcheinander pflanzt, sondern wegen der gegenseitigen Befruchtung eher die gleichen Sorten nebeneinander. Aber das habe ich jetzt hier nicht vor. Deswegen habe ich mir gedacht, so direkt neben unserer Terrasse, wo die Kinder sich das am Abend selber ernten können, eine wilde Auslese zu pflanzen. Und hochgebunden habe ich das Ganze auch wieder an Schnüren und diesmal mit einem Haken, den ich mir selbst gebaut habe, selbst gebogen habe. Hier oben seht ihr ihn, habe ich an den Drähten, an denen ich auch meine Trauben leite, diesen Haken befestigt. Dann möchte ich euch noch gerne die Tomaten auf meiner Terrasse zeigen. Da ich zu wenig Platz im Freiland hatte, habe ich hier ein paar in Töpfe gesetzt. Hier haben wir zum Beispiel nochmal eine Eva Sweet White. Was total interessant zu sehen ist, ist, dass ich die eben schon fast zu spät ausgesetzt habe. Das heißt, im Vergleich zu der anderen, die unten schon länger im Freiland sitzt, ist die noch recht dünn und schaut sogar ein bisschen kränklich aus. Ich hoffe, die da fängt sich noch, denn die Eva Sweet White ist laut Florian Rigotti eine der besten Tomaten weit und breit und da freue ich mich schon total drauf, die zu probieren. Hier in einem etwas größeren Topf habe ich noch eine Indigo Cherry Drops mit Unterpflanzung von Basilikum. Die schaut schon etwas kräftiger aus als die Eva Sweet White. Die habe ich auch mit einer Schnur hochgebunden. Hier daneben seht ihr das Regenfass auf meiner Terrasse. Das ist wirklich toll. Da kann ich alles, was hier heroben ist, mit Regenwasser gießen. Hier neben meinem Tischhochbeet, wo ich jetzt übrigens ganz viel Petersilie noch ausgesät habe, die schon schön gekeimt ist, habe ich noch eine Buschtomate, eine Banana Legs, die noch übrig war. Und hier daneben, das weiß ich gar nicht, was das ist, da ist das Schild verloren gegangen. Naja, ich lasse mich überraschen. Sie trägt auf jeden Fall schon Blüten. In diese Richtung geht es jetzt weiter in den Küchengarten. Dort habe ich auch noch einige Tomaten angepflanzt und das möchte ich euch jetzt auch noch zeigen. Kommt mit!
hier entlang dieser Natursteinmauer habe ich mir im letzten Jahr auch noch ein Beet angelegt, was ich jetzt mit Tomaten und davor mit Knollensellerie bepflanzt habe. Hier habe ich auch wieder eine wilde Mischung an Cherry-Tomaten, an Cocktailtomaten angelegt. Und zwar zeige ich euch gleich welche. Einmal ist das wieder die Indigo Cherry Drops. Daneben die Eva Sweet White. Die Black Cherry. Die Isis Candy. Und eine ganz neue, die ich dieses Jahr das erste Mal ausprobiere, die Wagner Sky Reacher. Hier in diesem Beet stütze ich die Tomaten mit so metallernen Tomatenspiralstäben. Die steckt man einfach direkt neben der Tomate in den Boden. Und während sie wächst, legt man sie in diese Spiralen hinein. Und je weiter sie wächst, legt man sie immer wieder weiter hinein und dadurch werden sie gestützt. Und wenn sie nach oben hin dann etwas instabil werden, weil die Tomaten immer größer werden, die Last immer größer wird, dann kann man hier oben, die meisten dieser Stäbe haben ein Loch, der jetzt gerade nicht, ah, der daneben hat eins zum Beispiel. Hier seht ihr es, da kann man eine Schnur durchbinden. Und hier würde ich es jetzt einfach so drum binden und irgendwo oberhalb befestigen, um sie mit einer Schnur noch weiter zu stützen. Die wachsen auch wunderbar. Ich freue mich schon riesig auf diese Ernte. Hier neben meinem Gewächshaus habe ich auch noch einen überdachten Tomatenunterstand. Den zeige ich euch jetzt gleich in der Nahaufnahme. Das war mein allererster Unterstand für meine Tomaten, um sie vor der Kraut- und Braunfäule zu schützen. Hier habe ich jetzt die berühmte Czerny Prinz aus dem Rigotti-Garten angepflanzt. Das ist ja eine Fleischtomate und die verträgt jetzt das Freiland und den Regen nicht besonders gut. Nicht nur wegen der Kraut- und Braunfäule, sondern auch, weil die Früchte so groß sind und wenn sie viel Wasser aufnehmen, dann platzen sie recht leicht. Wie ihr seht, habe ich sie auch wieder mit den Schnüren befestigt. Eine habe ich jetzt hier vergessen. Das werde ich jetzt noch machen, dass ich sie mit einer Schnur stütze. Weil sie werden ja recht schwer. Die Pflanzen werden groß und die Früchte werden schwer. Und die Pflanze braucht natürlich eine Stütze, um nicht abzuknicken. Jetzt möchte ich euch noch schnell zeigen, wie man diese Tomatenhaken ganz einfach selber machen kann. Ich mache das sehr gern einfach aus einem Stück Abfalldraht. Da findet sich immer irgendwas im Garten oder beim Bauen von irgendwelchen Projekten. Das ist jetzt so ungefähr 35 cm lang. Man kann aber auch gerne diese Kleiderbügel verwenden, die man in der Putzerei bekommt. Dann schneidet man einfach hier oben den Aufhänger ab und biegt ihn gerade, dann kann man mit dem auch arbeiten. Ich mag aber so ein etwas stabileres Drahtstück lieber. Dann habe ich irgendeine beliebige Zange. Und was ihr jetzt macht, ihr biegt das obere Stück zu einem Haken um. Seht ihr das? Das wird der Aufhänger. Direkt darunter biegt ihr genau in die entgegengesetzte Richtung. Und dann ca. 5 cm weiter wieder in die entgegengesetzte Richtung. Das heißt, das eine Ende sieht dann so aus.
Einmal einen schönen Haken als Aufhängung, dann in die entgegengesetzte Richtung und nochmal in die entgegengesetzte Richtung. Und genau dasselbe Verfahren machen wir dann an der anderen Seite. Zuerst einen schönen Haken. Dann in die entgegengesetzte Richtung. Und 5 cm weiter unten. Wieder in die entgegengesetzte Richtung. Jetzt habt ihr hier so ein Hakenteil. Dieser Bereich, den könnt ihr, je nachdem wie lang euer Draht ist, der Anfangsdraht, ist dieser Bereich natürlich länger. Und genau hier herum, das ist wie eine Spule, wickeln wir jetzt unsere Schnur auf. Und das war's auch schon. Der Vorteil an diesem Tomatenhaken ist natürlich, dass man sie jedes Jahr wieder verwenden kann. Und außerdem, die Schnur ist ja länger als die Tomate am Anfang wachsen wird. Und man bricht hier unten immer wieder Blätter von dem Tomatenstängel ab. Die Tomate kann nach oben hin aber unendlich weiter wachsen. Und mit dieser Schnur kann man quasi von oben immer weiter Schnur geben, unten den Stängel hinunterlassen und nach oben hin kann die Tomate so hin immer weiter wachsen. Gar nicht so eine schlechte Sache. Schön, dass ihr mich auf dem Tomatenrundgang durch meinen Garten begleitet habt. Ich hoffe wirklich, dass die Braun- und Krautfäule dieses Jahr etwas milde mit mir umgeht. Ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Trotzdem werde ich mir für die nächsten Wochen eine Prävention gegen diesen Schadpilz überlegen, die ich natürlich dann mit euch teilen werde. Vielleicht habt ihr ja auch was davon von meinen Versuchen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch gerne einen Daumen rauf da. Schreibt mir einen Kommentar mit euren Ideen, Meinungen, Tipps und Tricks. Das liebe ich immer total, wenn wir uns gegenseitig helfen und uns austauschen können. Ich wünsche euch eine ganz schöne Zeit in euren Gärten und ich hoffe, dass wir uns auch nächste Woche wiedersehen, hier bei mir im Küchengarten. Bis dann!